Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich die Reihe meiner Beauty-Sammlung weiterführen und zwar geht's heute weiter mit dem Gesicht. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie du siehst, hinter mir sind doch ein paar Plätze leer geworden, denn ich habe hier wirklich unfassbar viele Boxen auf meinem Tisch stehen, weil ich das wirklich sehr, sehr differenziert kategorisiert habe. Das wirst du gleich auch merken. Übrigens, wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann kriegst du auch eine kleine, aber feine Verlosung mit. Ja, ich starte einfach mal. Und zwar mit der Pflege. Pflege ist immer sehr, sehr wichtig. Ich mache das jetzt auch so ein bisschen in der Reihenfolge, wie ich das normalerweise auch so mache, wenn ich mein Gesicht pflege. Das habe ich dir auch schon mal gezeigt, wie meine Morgenroutine aussieht, meine Abendroutine. Und ja, da fangen wir doch einfach mal an mit einem Toner. Da habe ich aktuell den von Lovely in Verwendung. Das ist der mit Manuka-Honig. Ich mag den sehr, sehr gerne. Also meine Haut verträgt den sehr gut und ich mag den Geruch. Ich finde ihn nicht zu scharf, nicht zu schwach und ich finde ihn einfach super. Und ja, der holt am Morgen und am Abend und immer, wenn ich ihn benutze, quasi alles aus meinen Poren raus, aus meinem Gesicht, was irgendwie raus muss und nicht dahin gehört. Deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Wenn der leer ist, dann werde ich den hier verwenden. Und zwar ist das von BB ein sanftes Micellenwasser, entfernt selbst wasserfestes Make-up, reinigt besonders sanft, revitalisiert die Haut mit Rosenwasser. Das habe ich tatsächlich deswegen geholt, weil es mit Rosenwasser ist. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist es ja so eine Art Dupe zu Rosens oder sowas, weil das doch deutlich günstiger ist. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall mal ausprobieren und werde es halt nicht zur Make-up-Entfernung benutzen, sondern eher zur, zum Toner, ne? Also erst den Toner drauf machen mit einem Wattepad. Genau. Und dann später die anderen Produkte, die ich euch jetzt auch zeige. Nachdem ich einen Toner verwendet habe, ist dann meistens ein Serum für mein Gesicht dran. Da benutze ich aktuell für morgens und für abends unterschiedliche Gesichtsserien. Da habe ich jetzt für morgens von Shiseido das Ultimune Power Infusing Konzentrat. Also das gibt nochmal so ein bisschen Energie für den Tag und lässt die Haut strahlen. Ich finde es unheimlich schön. Das ist echt toll. Das Einzige, was mich hierbei jetzt aktuell nervt, ist halt einfach dieser Ausfluss, ne? Der Ausguss. Das ist tatsächlich jetzt nicht so schön gemacht, aber dafür kriegst du das Produkt auch ordentlich aus dieser Verpackung raus. Das ist immer viel wert. Und abends verwende ich von Mitchell & Peach den Flora Number 1 Fine Radiance Face Oil. Das ist wirklich ein Öl, ne? Also ich gebe mir da nicht viel von auf die Haut. Ein Tropfen auf die Wange, ein Tropfen auf die Wange, ein Tropfen auf die Stirn und dann wird das schön ins Gesicht einmassiert. Das ist richtig so eine Pipette, ne? Also das ist auch einfach Öl. Und das muss man schön in die Haut einarbeiten, damit es auch wirklich ein angenehmes Gefühl hinterlässt und man dann mit der Pflege fortfahren kann, weil ansonsten hast du einfach einen Ölfilm drauf und das bringt nicht viel. Und weil es eben ein Öl ist, verwende ich das gerne abends. So, dann habe ich hier meine Backup-Kiste und Leute, das muss ich euch erstmal zeigen, weil ich die so hübsch sortiert habe. Und zwar habe ich hier diese Einsätze reingesetzt, die man halt bei Ikea oder Rossmann oder wo auch immer kaufen kann. Die sind dann ja ziemlich lang und dann kannst du dir das so abknicken, in welcher Größe du das haben willst und dann individuell zusammenstecken. Also das finde ich total super, wird euch auch nachher im Video nochmal über den Weg laufen. Dann fange ich doch einfach mal an. Ein Produkt, was ich als Backup habe, ist von L'Oréal Paris. Das Öl Richesse Gesichtsöl für trockene Haut. Auch das ist eher was für den Winter und für den Abend. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil es halt auch wieder eine Pipette ist. Die verschlossenen Produkte werde ich jetzt nicht öffnen, weil mir die dann vielleicht zu schnell kippen werden. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Die haben nämlich immer nur eine gewisse Haltbarkeit. Ich meine, so ein Öl hält sich 18 Monate, das ist kein Problem. Aber trotzdem, ne, auch bei den Tuben und so, das öffne ich jetzt nicht so gerne. Die einzigen Produkte, die ich euch so zeigen kann, sind die, die ich halt aktuell verwende oder die ich schon mal geöffnet habe und dann sehr bald verwenden werde. Ja, auf jeden Fall freue ich mich da echt drauf. Das hatte ich in einem Trash-Paket von der lieben Nasti. Dann habe ich, ich glaube auch aus einem Trash-Paket, das weiß ich nicht, oder aus einem Tauschpaket, von The Body Shop, Oils of Life Intensively Revitalizing Facial Oil. Auch das wieder in so einer schönen Pipette und auch das ist dann eher was, wo ich denke, es ist was für den Winter, es ist was für den Abend, es ist halt sehr ölig, reichhaltig, aber es ist toll. Also solche Gesichtsöle finde ich wirklich praktisch. Hier steht für die morgendliche und abendliche Anwendung.
Ich persönlich bin dann eher für die abendliche Anwendung, weil über den Tag glänzt man dann vielleicht ein bisschen zu sehr. Hier habe ich von Biotherm Aquasource Gel. ja, also das ist ein Gel, was regenerieren soll, also die Haut regenerieren und mit Feuchtigkeit versorgen soll. Und das ist ein Produkt, was ich auch gerne so morgens verwenden werde, weil es halt einfach Frische gibt und der Haut noch so einen gewissen Kick mitgibt. Und Biotherm mag ich sowieso unheimlich gerne, sowohl als Pflege als auch vom Geruch her. Finde ich sehr schön. Dann habe ich hier tatsächlich zweimal von Lancôme das Advanced Genifique. Mittlerweile habe ich es ja sogar dreimal. Eins davon ist auch in einer Verlosungskiste sehr bald mit drin. Und das ist ein Jugendlichkeit aktivierendes Konzentrat. Und ich nehme es mal kurz raus. Ihr habt es auch schon, denke ich mal, ein paar Mal bei mir gesehen. Es ist auch wieder so eine kleine Pipette und es ist wunderschön. Und ich denke, ja, dass ich das auch morgens und abends verwenden kann. Wobei das, glaube ich, eher für die Nacht vorgesehen ist. Weiß ich jetzt aber gerade nicht so. Finde ich ganz cool. Dieses Produkt sehe ich, glaube ich, eher als Sommerprodukt, weil das ist von Nutraskin ein Hyaluronwasser mit antibakteriellen Silberpartikeln. Ich denke, dass sowas halt wirklich für den Sommer ist, weil im Sommer hast du vielleicht etwas öligere Haut, die trotzdem Feuchtigkeit braucht. Und durch die etwas öligere Haut hast du dann auch dementsprechend vielleicht den ein oder anderen Pickel, wodurch dieses antibakterielle Silberpartikelgedöns sehr positiv ist und deine Haut einfach nochmal so ein bisschen Frische verleiht. Das heißt, das könnte dann etwas für morgens sein im Sommer. Genau, so sieht es auch aus. Und es ist so ein richtiger Pumpspender. Finde ich echt hübsch. Und es sieht auch aus, als wäre es einfach nur Wasser. Und so werde ich das dann auch entsprechend benutzen. Da bin ich ganz gespannt. Hyaluron ist ja sowieso gut für die Haut. Und ich denke, dass das nochmal so ein kleines, kleinen Kick am Morgen geben wird, damit die Haut auch gut vorbereitet ist. Es soll halt wirklich Hyaluronsäure geben und Feuchtigkeit geben und durch das Silber halt entsprechend antibakteriell wirken und die Haut straffen. So, dann habe ich hier von Clinique das Moisture Surge. Das soll entsprechend ein Konzentrat sein, was die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und halt hydratisiert. Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut für den Morgen vorstellen, damit du ein bisschen Frische ins Gesicht bekommst, ein bisschen Feuchtigkeit, aber halt als Gel und nicht als Öl. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich auch ein super, super Sommerprodukt. Und es ist nur ein kleines Tübchen, das heißt, es wird im Sommer wahrscheinlich recht schnell leer gehen. Dann habe ich hier von Anayake oder Anayaki ein Ultimate Serum, das die Kontur liften soll und ja, ne, entsprechend shapen soll. Liften gegen das Alter. Ich denke dann halt, dass es eher etwas ist für den Abend. Also alles, was irgendwie so mit Lifting und so zu tun hat, benutze ich persönlich lieber abends, weil das dann auch dementsprechend reichhaltiger ist. Ja, genau. Dieses kleine Tütchen hatte ich auch mal in einem Adventskalender mit drin. Ich glaube, das war der Douglas Adventskalender. Dann habe ich hier von Glam Glow ein Glow Starter. Das ist tatsächlich etwas für den Morgen. Mega Illuminating Moisturizer. Also das ist ein feuchtigkeitsgebendes etwas, was einen natürlichen Glow geben soll. Und ja, deswegen tatsächlich etwas für den Morgen. Und als letztes habe ich in meiner Backup-Sammlung im Bereich Serum von Douglas Age Focus Lifting Firming Serum. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Und zwar ist das mit Alpenrose und soll dann in dem Sinne die Zeichen der Hautalterung minimieren, sprich kleine Fältchen, kleine Dunkelflecken, kleine Augenschatten, was auch immer. Und ja, da freue ich mich drauf. Nachdem ich ein Serum aufgetragen habe, verwende ich bei mir meistens eine Augencreme. Da habe ich aktuell in Verwendung von Olas Eyes das Firming Eye Serum. Das hatte ich, glaube ich, in der Barbara-Box mit drin. Und das ist dann relativ schnell jetzt bei mir auch zur Anwendung gekommen. Das finde ich sehr angenehm. Das gebe ich mir einfach in drei Punkten unter mein Auge und also unter beide Augen und dann klopfe ich das so ganz leicht ein, massiere das ein, verteile das auch auf dem Augenlid bis zur Augenbraue hoch und massiere das einfach schön in meine Augen ein und auch hier so in die Partie, wo man halt die Probleme hat, dass man eventuell mal irgendwann in diesem Leben Augenfältchen bekommt. Also ein paar habe ich schon und dann, ne? Ich meine, ne? Bin 29, da ist es ja ganz normal. Und ja, das ist einfach nur so ein bisschen, um die Augenpartie so ein bisschen zu straffen, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber halt, um sie mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und dafür sind solche Produkte auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Und da habe ich auch von Olas Eyes eins. Das ist die Illuminating Eye Cream für dunkle Augenringe.
Denn die habe ich euch letztens gezeigt, als ich meine Luxury-Box geöffnet habe mit euch zusammen. Und auch die soll dann halt wirklich eine gute Augencreme sein, die dann auch durch dieses, durch die Creme, die da halt so mit drin ist, in diesem Twister, so ein bisschen diese Augenschatten minimieren soll und so ein bisschen noch einen Strahlen reinbringt. Das heißt, wenn ich jetzt auf Arbeit bin, habe ich zum Beispiel keine Foundation oder sowas drauf. Das heißt, so wie ich jetzt hier sitze, das ist am Wochenende oder wenn ich halt wirklich was Besonderes habe. Und auf der Arbeit benutze ich dann wirklich nur meine Pflege. Und da ist es für mich dann ganz schön, wenn ich dann Produkte habe, die dann irgendwie so ein bisschen der Haut ein bisschen Strahlen geben oder halt etwas machen, was eine Foundation oder ein Highlighter sonst übernehmen würden. Deswegen, sehr gutes Produkt, auch für meinen Alltag sehr gut geeignet. Dann habe ich hier von Isana den Hydro Booster Augenroller. Das ist für feuchtigkeitsarme Haut. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich lieber im Sommer verwenden werde. Du hast hier oben so ein Metall-Rollerball drin. Und ja, das ist halt wirklich, als würdest du dir so ein ganz dezentes Serum drauf machen. Es versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, kühlt dann auch die Augen, untere Augenpartie, aber es ist halt in dem Sinne nichts, was ich im Winter verwende, weil im Winter brauche ich wirklich reichhaltige Creme. Da brauche ich einfach ein bisschen mehr, weil die Haut trockener ist und da ist sowas dann nicht unbedingt gut geeignet. Deswegen kommt das auch bald wieder ab dem Frühling, Sommer, so den Dreh zum Einsatz. Aber jetzt kann ich es halt leider nicht verwenden. Dann habe ich hier von Aloe Vera Eye Contour Gel. Das ist relativ groß, von Etre Belle. Das habe ich auch irgendwie aus einer Box, glaube ich. Ja, das ist einfach auch wieder zur Revitalisierung von den Augen. Und eine relativ große Geschichte ist das. Die ist aber auch nur tatsächlich 6 Monate haltbar. Das heißt, die kannst du jetzt nicht mal eben so aufmachen. Augencremes sind da wirklich sehr, sehr speziell. Und ja, das wird dann auf jeden Fall hoffentlich, je nachdem, also ich werde mein Olas verwenden, dann werde ich dieses Olas verwenden. Und danach kommt das ja auf jeden Fall zum Einsatz. Ja, da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass es auch reichhaltig ist. Jedenfalls lässt diese Verpackung das ja entsprechend vermuten. So, und das letzte Backup, was ich habe, ist Brighten Your Eyes Smoothing Eye Serum. Auch das ist wieder etwas, wo ich sage, okay, das ist wahrscheinlich eher was für den Sommer, wenn ich dann einfach ein bisschen Strahlen unter meinen Augen haben möchte. Genau, deswegen wandert das wieder in die Kategorie, werde ich im Sommer benutzen. Nachdem ich dann entsprechend diese Produkte verwendet habe, kommt dann meine Feuchtigkeitscreme auf mein Gesicht oder halt meine Tagescreme beziehungsweise nachher auch meine Nachtcreme. Da habe ich hier tatsächlich aktuell in Verwendung von Estee Lauder eine. Das ist die Daywear Multi Perfection Antioxidant 24 Hours Moisture Cream. Die hat auch einen Sonnenschutzfaktor von 15. Ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Das ist ein schöner Tiegel. Mir gefallen die vom Optischen her, aber vom Handling finde ich die immer etwas unpraktisch. Ja, also ich habe schon relativ viel daraus verwendet. Das heißt, sehr, sehr bald werde ich eine neue benutzen. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Aber auf jeden Fall zu dieser Creme muss ich sagen, dass ich die unheimlich toll finde. Die riecht schön nach diesem Estee Lauder Geruch, was ja so ein bisschen gurkenmäßig ist. Und die pflegt die Haut sehr, sehr gut. Das heißt, da hast du wirklich über den ganzen Tag gut Feuchtigkeit in deiner Haut und das finde ich unheimlich, unheimlich angenehm. Die hatte ich auch in irgendeiner Box oder in einem Sparpaket oder sowas drin, weil ich die sonst relativ teuer finde. Und so konnte ich mir die halt ganz gut leisten, verwenden und mich darüber freuen, dass ich sie habe. Die nächste, die ich verwenden werde, die habe ich auch schon letztens mal mit euch getestet. Das ist die I+M Freistil Sensitive Feuchtigkeitscreme. Das fand ich auch sehr, sehr cool, weil ich das unheimlich praktisch finde, dass die hier in einem R2-D2 Pumpspender daherkommt. Und ja, auch das ist wirklich was für den Tag, dass man da entsprechend eine Feuchtigkeit bekommt. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Ist vor allem auch Naturkosmetik. Ich habe mit Naturkosmetik ja nicht die besten Erfahrungen, traue mich aber jetzt immer mehr ran. Und das finde ich richtig toll, dass ich die dann auch mit drin hatte und mir die auch so gut gefallen hat. Also von daher mega geil. Ja, dann habe ich hier noch ein paar weitere Feuchtigkeitscremes oder Gesichtscremes für den Tag in meiner sehr gut gefüllten und noch nicht ganz so aufgeräumten Backup-Kiste. Wie ihr seht, die ist echt gut gefüllt. Da habe ich hier einmal gewonnen von MAC Lightful C+ Coral Grass Moisturizer. Und den muss ich auch tatsächlich nochmal benutzen. Den habe ich gewonnen, das ist aber auch schon Monate her und finde ich echt hübsch. Ja, ne? Da bin ich sehr gespannt drauf. Das müsste dann ja hier auch irgendwie ein Pumpspender oder sowas sein.
Genau, und der hat halt wirklich einen Sonnenschutzfaktor von 30. Das heißt, da kann ich mir gut vorstellen, dass ich die im Sommer verwende, weil da brauche ich ja auch einen relativ hohen Lichtschutzfaktor in meinem Gesicht. Dann hatte ich hier in einem Tauschpaket mit drin von Isana Yang eine Egg White Feuchtigkeitscreme. Die spendet Feuchtigkeit und ist mit Shea Butter. Da hatte ich ja auch schon mal das Gesichtspeeling von, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, da hast du halt hier auch so eine Tube. Tuben mag ich gerne. Da kann man auch mit langen Fingernägeln gut mit arbeiten. Ich habe jetzt aktuell ja in Anführungsstrichen für meine Verhältnisse kurze Fingernägel. Aber wenn du wirklich 3-4 Wochen lang deine Nägel wachsen lässt, dann hast du halt so lange Fingernägel, dass wenn du in diese Pöttchen reingehst, dass dir die Hälfte unterm Fingernagel klebt. Und das finde ich furchtbar. So, dann habe ich auch für den Sommer von Ultrasun eine, ja, ein Face Mineral, Ultralight Mineral Sun Protection for Face. Also das ist quasi eine Sonnenschutzcreme fürs Gesicht mit Sonnenschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 50. Und das ist auch etwas, was ich brauche, weil ich ja wirklich, wie ihr seht, ein wirklich helles Häutchen habe. Und ja, wenn es dann wirklich so heiß wird, wie das letztes Jahr war, dann brauche ich sowas absolut. Sonst sehe ich echt furchtbar aus. Alles dann nur noch rot. Dann habe ich hier von Lancôme Visionnaire eine Advanced Multi Correcting Cream. Das ist einfach eine korrigierende Gesichtscreme, eine korrigierende Tagescreme. Ich weiß nicht, was genau es dann korrigieren wird, aber sie ist hier mit drin. Ich werde sie ausprobieren. Das ist auch nur so ein kleineres Typchen, ne? Und ja, wird auf jeden Fall getestet. Dann habe ich hier in meiner Barbour-Box drin gehabt den Hydracellular Hyaluron Cream. Die Hydracellular Hyaluron Cream. Die gibt 24 Stunden Feuchtigkeit, ist mit Hyaluronsäure und HY3-Peptiden. Und die soll halt eine sanfte Haut machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Produkte von Barbour sollen ja immer sehr, sehr gut sein. Und ja, das muss ich dann auf jeden Fall mal austesten. Ich guck mal, wie die von innen aussieht. Oh ja, das ist sehr, sehr hübsch, ne? Sehr hübsch, sehr hochwertig. Hier oben wieder Pumpspender, liebe ich. Von daher hat die sich auf jeden Fall bei mir schon mal sehr beliebt gemacht mit ihrer Verpackung. Jetzt muss die nur noch wirken. So, dann habe ich hier von Dior, das war auch, glaube ich, eine kleine Probe oder so mal drin gewesen, Capture Total, auch wieder eine Multi-Perfection Cream, also die quasi deine Haut korrigieren soll. Also ich denke, dass es halt auch so ein bisschen gegen Falten und sowas sein soll. Und es ist einfach hübsch, ne? Ja, das ist doch ganz niedlich. Sowas kann ich gut gebrauchen und verwenden. Und von Dior hatte ich auch, glaube ich, noch nie ein Produkt. Ja, ja, schicki, schicki. Dann habe ich hier von Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion. Also das soll auch wieder in dem Sinne ja, Feuchtigkeit geben. Clinique mag ich ganz gerne. Sieht aus, als wäre die schon offen, ist sie aber nicht. Ja, ne? Gucken wir mal. Ich hoffe nur, dass mein Gesicht danach nicht gelb wird. Dann habe ich hier aus auch eine Naturbox, Naturkosmetikbox, Skin Corticals oder Zeuticals Ultra Facial Defense mit Sonnenschutzfaktor 50+, Very High Perfection, Protection, also das ist auch wieder eine Tagescreme mit einem sehr hohen Lichtschutzfaktor, die ich dann tatsächlich auch wieder im Sommer verwenden werde, wenn ich eben diesen hohen Lichtschutzfaktor brauche und ja, schützt halt entsprechend vor UVA, UVB-Strahlen und so weiter. Dann habe ich hier von Lancôme Visionaire, ist es nicht die gleiche? Sieht auf jeden Fall so ein bisschen so aus, als wäre das halt genau die gleiche. Ne? Das ist ja auch wieder Lancôme Visionaire Creme Multi Correction. Ja, ich glaube, die habe ich dann auch mal hier im Großen. Auch wieder so ein schöner Tiegel, gefällt mir unheimlich gut. Ich mag dieses Türkis, das ist toll. Und ja, freue ich mich drauf. Und da ich vermute, dass das halt genau die gleiche ist, wie die ich halt eben hier habe, wird die ja auf jeden Fall in eine Verlosung wandern. Denn ja, ich möchte euch ja auch was Gutes tun und euch dann auch mit etwas höherpreisigen Marken beglücken. Dann habe ich hier von Clinique die Moisture Surge 27 Hour Auto Replenishing Hydrator. Also das ist quasi eine hydratisierende Creme, auch wieder im Tiegel. Und die soll halt wirklich auch wieder Feuchtigkeit geben. Hiervon hatte ich auch die Augencreme, die ich geliebt habe. Und da bin ich wirklich gespannt, ob die auch tatsächlich jetzt als Gesichtscreme so toll ist, wie sie halt in der Verpackung aussieht und wie die Augencreme vor allem war. Ja, die soll einfach 72 Stunden Feuchtigkeit geben, was ich natürlich nicht glaube. Ich mache ja Tagescreme sowieso jeden Morgen drauf. Also von daher, ja, könnt ihr draufschreiben, was sie wollen, auf jeden Fall. Hier in diesem schönen kleinen Päckchen habe ich diese Clinique Moisture Surge mit drin. Mensch. Und ja,
Ich freue mich auf alles, was ich hier habe, es zu benutzen. Das Problem ist einfach nur, ich habe nur ein Gesicht, ne? Aber ich gebe alles. Ihr merkt es ja auch in meinen Aufgebraucht-Videos. Dann habe ich hier von Lancaster eine Sunspot Invisible Face Gel. Das ist auch wieder mit Sonnenschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 30. Und ja, die ist klein, ne? Aber wenn mal ein schöner sonniger Tag ist, dann kann man die auf jeden Fall verwenden. Ist dann auch ruckzuck leer. Und bei einem Adventskalender. Dann habe ich hier von Estée Lauder die Day Wear Multi Perfection Antioxidant Sheer Tint Release Moisturizer. Ich denke, dass die so ähnlich sein wird wie die, die ich aktuell in meinem Pöttchen zur Verwendung habe. Und da ich die ja echt gut finde, werde ich mich freuen, die noch weiterhin zu verwenden. Nö, Das scheint aber eine andere zu sein. Zwar Multi Protection Antioxidant, aber das hier ist eine Sheer Tint Release Moisturizer. Und das ist ein 24-Hours-Moisturizer. Ist dann in dem Sinne unterschiedlich. So, weiter geht die wilde Reise mit Sanssouci. Da habe ich ein Moisture Aqua Benefit 24 Hours Typchen. Eine Creme. Auch die hatte ich mal in einer Box mit drin. Und ja, ne? Feuchtigkeit immer wichtig. Aus dem Balea Adventskalender habe ich eine 24 Stunden Feuchtigkeitscreme für normale und Mischhaut mit dabei. Die muss ich auch bald mal verwenden. Dann habe ich hier aus, ich weiß nicht, einer Zeitschrift oder es war mal irgendwo als Probe dabei von Sisley. Instant Perfect Minimize Shine and Fine Lines. Genau, also das soll quasi den Gesichtsglanz nehmen. Das heißt eher so was für den Sommer. Und ja, für gegen feine Linien, Fältchen. Von Douglas H. Focus Neck Firming Care. Also das ist eigentlich eher etwas, was man so für den Hals nehmen sollte. Ja. Ist dann wieder eine Anti-Aging Cream aus dem Adventskalender, selbstverständlich. Dann von Douglas Perfect Focus. Ich glaube, dass das auch aus dem Adventskalender kam. Energizing Cream mit Porzellanblume und Hibiskus. Und ja, das soll einfach Energie geben. Dementsprechend für mich eher was so für den Morgen. Deswegen ist es ja auch bei der Tagescreme mit drin. Auch wieder von Douglas Perfect Focus Correcting Unifying Serum. Ich denke, dass das dann vielleicht auch eher in den Bereich Gesichtsserum bei mir mit reinlaufen sollte. Muss ich aber gucken. Ne? Das werde ich erstmal verwenden und dann schaue ich mal, ob das. Wobei, es ist flüssig. Es wird zu den Serien wandern. Stelle ich mir hier direkt zur Seite. Dann habe ich hier, das kommt definitiv aus einer Zeitschrift, ich glaube aus der Cosmopolitan, von NYX die Creme Protégieuse Boost Creme Gel Multi Correction. Genau, die war mit in einer Zeitschrift und ist auch gar nicht mal so günstig gewesen. Also das Produkt an sich, die Zeitschrift wohl. Ich bin ja so ein Zeitschriftenjäger, ne, ganz furchtbar. Die L'Oreal Revita Lift Laser X3 für den Tag kommt aus einem Adventskalender. Ich glaube, es war der Amazon Adventskalender. Das hier ist so ein ganz kleines Pöttchen mit 5 Milliliter. Das ist halt eine kleine Luxusprobe, die kann man recht schnell aufbrauchen. Ist relativ reichhaltig, weil halt Anti-Age. Und dann habe ich hier von Marie Claire Paris eine Hydrosmose Creme, die die Zellen regenerieren soll und ja. In dem Sinne halt wieder Anti-Aging, ne? Das waren meine Tagescreme, die ich halt jetzt so in der nächsten Zeit aufbrauchen werde, versuchen werde aufzubrauchen. Ja, ne? Es sammelt sich halt mit der Zeit an. Ein Großteil davon kommt halt aus Adventskalendern oder aus irgendwelchen Paketen, aus Boxen. Und dementsprechend gehe ich jetzt nicht in den Laden und sage, die kaufe ich mir jetzt, sondern die kommen einfach so rein, ne? So, aktuell als Nachtcreme in Verwendung habe ich von Mavala Switzerland die Anti-Age Pro Cream. Die habe ich jetzt durchgeschnitten und so zusammengesteckt, weil da tatsächlich noch richtig viel drin war. In diesen Mini-Tübchen, das kriegst du halt nicht so gut raus. Und ja, dann habe ich sie halt durchgeschnitten. Jetzt kann ich das halt immer hier abnehmen und dann gehe ich da mit dem Finger rein, pull mir den letzten Rest raus. Es ist nicht mehr so ultra viel drin, seht ihr ja auch, ne? Ich sag mal so, für ein, zwei Abende reicht es noch. Aber ich finde es ganz gut, dann kann ich das wieder zusammenstecken. Ist nicht so hundertprozentig hygienisch, aber da hast du bestimmt noch irgendwie so ein, zwei Wochen was von. Ein, zwei Wochen, ein, zwei Tage, drei, vier, fünf. Mal gucken. Je nachdem, wie groß es halt noch ist, was da so drin steckt. Ich mache das normalerweise, dass ich bei solchen Tüpfchen mit der Gabel so dran gehe und das so runterschiebe. Aber nicht immer funktioniert das. So, dann habe ich hier von Biotherm die Aqua Source Night Spa Cream. Die soll halt einfach in dem Sinne, ja, Feuchtigkeit geben.
Nachtbalsam Spa-Effekt mit Dreifachwirkung. Mit Feuchtigkeit versorgte, sichtbar glattere und beruhigte Haut. Für alle Hauttypen geeignet. Entdecken Sie jede Nacht einen Balsam angereichert mit aktivem Thermalwasser für einen Spa-Effekt mit Dreifachwirkung. Die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt, geglättet und durch. Ja, hier geht's weiter. Feuchtigkeitsmangel verursachte Spannung gelindert. Tag für Tag erscheint die Haut wie verwandelt. Trockenheitsfalten werden gemildert, der Teint wirkt frischer, die Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt und wirkt wie aufgepolstert. Täglich auf das Gesicht auftragen, die Augenpartie aussparen, ebenfalls als Maske anwendbar, indem man die Pflege leicht auf die Haut einmassiert. Aha, guck. Ja, ist noch wirklich komplett zu, werde ich demnächst aber öffnen und verwenden. Ich denke, dass ich das nach meiner kleinen Nachtcreme, die ich jetzt aktuell offen habe, verwenden werde. Und da habe ich so Bock drauf. Ich liebe solche größeren, hochwertig aussehenden Produkte. Da ist dann direkt bei mir Qualitätsvermutungseffekt an. Dann habe ich hier von Dr. Grande Timeless Anti-Age Revitalizing Cream. Ja, das ist eher eine Nachtcreme, weil halt wieder revitalisierend, morgens und abends nach der Reinigung auf die Haut von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Ja, für mich dann eher abends, weil reichhaltig. So sieht sie aus. Das ist eine, ja, hübsche Creme, eine hübsche Verpackung für trockene Haut steht hier drauf. Dementsprechend hauptsächlich eher so für den Winter anzuwenden bei meiner Haut, weil ich im Winter eher so ein bisschen trockenere Haut habe und im Sommer ist es dann bei mir etwas öliger und deswegen. Ja, wird die dann auf jeden Fall mitverwendet. Einzigartige Creme mit herausragenden Pflegeeigenschaften für die regenerationsbedürftige Haut. Eine innovative Anti-Age-Formel auf der Basis von Pflanzenextrakten stimuliert die Haut mit essentiellen revitalisierenden Substanzen. Das Ergebnis? Eine jugendlich straff wirkende Haut mit verbesserter Elastizität und neuer samtig zarter Ausstrahlung für den Ton. Ja, mal gucken. Bin da ja immer sehr gespannt, ne? Da können ja viele schöne Sachen draufstehen, aber ob das dann auch wirklich so ist. Sieht man dann nachher. Dann habe ich hier von Polar, die auch wieder eine revitalisierende Creme. Das ist eine Polar. Also da, ja, von dieser Marke habe ich auch aktuell ein Gesichtspeeling in Verwendung. Das gefällt mir ganz gut, zeige ich euch gleich. Ja, ne? Mit Alge und so. Und soll halt revitalisieren. Und steht hier. Steht nur auf Englisch, Französisch und ich weiß nicht, ich denke. Ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Auf jeden Fall steht hier Nacht für Nacht, wirkt die Haut hier geändert und sanfter, weicher, regeneriert und revitalisiert. Und das Gesicht erscheint jünger. Es ist alkoholfrei, parabenfrei und mineralölfrei. Auch das sehr charmant. Ja, bin ich gespannt, wird verwendet. Hier habe ich von Biotherm die Blue Therapy Red Algae Uplift. Das ist auch wieder eine Visible Aging Repair Firming Rosy Cream. Also auch wieder ja, Anti-Aging-Creme mit Lifting-Effekt für sichtbare Regeneration. Morgens und abends gleichmäßig auf Gesicht und Hals auftragen. Also das verwende ich halt wirklich nur abends und nicht morgens, weil es mir dann, wie gesagt, viel zu reichhaltig sein wird. Und hier haben wir das wunderschöne rote Produkt. Ach, ich finde es sehr hübsch, ne? Richtig schön mit roter Alge. Hier habe ich ein Produkt, was ich auch schon mal verwendet habe und was ich echt toll finde. Das ist von Estée Lauder Advanced Night Repair. Das ist eigentlich eher so ein Serum. Das ist aber für mich, also ja, in der Nightbox, in der Nachtbox, weil es halt nur für die Nacht ist. So sieht das aus. Hat einen ähnlich blöden Auslauf wie mein Shiseido Serum aktuell. Oh nein, das mache ich jetzt nicht auf. Entschuldigung. Wollte ich ja noch nicht, ne? Ah! Ihr verleitet mich hier zu dicken, wenn ich hier so schön mit euch quatsche. Auf jeden Fall hat es hier auch wieder so einen großen Auslauf, wo du am Anfang halt richtig viel rauskriegst und am Ende musst du halt richtig rausschütteln und wie auch immer. Aber es ist unheimlich toll. Es riecht ein bisschen säuerlich, macht die Haut aber toll. Es macht echt einen schönen Effekt auf der Haut und das gefällt mir richtig gut. Deswegen, als ich das jetzt nochmal irgendwie in der Box oder sowas drin hatte, habe ich mich sehr drüber gefreut, weil es einfach ein richtig geiles Produkt ist. Und last but not least habe ich auch wieder von Estée Lauder Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cream Cell Power. Ja, ne? Soll die Zellregenerierung anregen und wieder Power in die Zellen bringen. Und was noch alle? Globale Anti-Aging-Creme mit Cell-Power-Effekt, ja. Und die ist ja unheimlich süß, ne?
Ach, ist die süß. Richtig niedlich, dass man halt bei solchen Größen von 5 Millilitern ein echt so ein niedlich großes Pöttchen verwendet. Das finde ich echt hübsch. Ja, es war, glaube ich, in so einem Spaßset auch mal mit dabei. Richtig toll. Und sowas ist dann für mich tatsächlich eher was für die Nacht, weil halt wieder Zellerneuerung und Revitalisierung und so weiter, das ist halt eher so reichhaltig und das benutze ich gerne abends vorm Schlafengehen. Und ja, habe dann in der Nacht meine, ja, Wirkung. Nennen wir es mal so. Ja, und was halt auch irgendwo zur Gesichtspflege dazu gehört, ist Peeling. Da habe ich aktuell, wie ja eben schon gesagt, von Polar das Ice Pure Peeling Gentle Scrub with Arctic Cotton, also mit arktischer Baumwolle. Ja, das ist ganz angenehm. Das ist wie eine Creme, die man sich dann halt so auf die Finger macht und es dann sanft in die Haut einmassiert. Es ist wirklich auch ein sehr, sehr sanftes Peeling, was ich einmal die Woche ungefähr verwende und was wirklich angenehm für die Haut ist. Also es ist nicht so, dass du deine Haut damit jetzt groß schädigst. Ne? Ich mache das auch ganz vorsichtig, nur mit meinen Fingern. Ich nehme jetzt nicht in meinem Gesicht den Peeling-Handschuh, weil ich einfach finde, dass mein Gesicht das aktuell nicht haben kann. Und deswegen mache ich das vorsichtig mit meinen Fingern und ja, massiere das dann vorsichtig ein. Es ist sehr schön, nachher hast du eine ganz tolle Haut. Was ich dann noch in meiner Backup-Kiste jetzt so habe, ist hier von Unani das Casuals Smoothing Facial Scrub. Es ist ölfrei und mit Orange. Das ist eher etwas, wo ich sage, okay, nehme ich gerne im Sommer. Weil halt Orangenduft, ne? Das verbinde ich eher so mit dem Sommer und dann mag ich es auch lieber. Und von daher wird es eher so im Sommer bei mir verwendet werden. Hatte ich in meinem Glossybox Adventskalender mit drin. Dann habe ich hier von Barbour Cleansing Gentle Peeling. Das hatte ich in der Barbour Box mit drin aus dem Dreierbundle. Und ja, das soll dann halt auch wieder ein sanftes Peeling sein. Ich bin wirklich gespannt auf die Produkte von Barbour, muss ich sagen. Ich habe da noch nicht, also den Lippenstift habe ich ausprobiert, ja. Alles andere noch nicht wirklich. Hier seht ihr, wie das Produkt aussieht. Also ich finde jetzt nicht unbedingt, dass die Verpackung mega hochwertig aussieht, da man sich sowas aber auch gerne mal unter die Dusche stellt. Also ich mache das auf jeden Fall. Ist es eigentlich relativ Pelle, ne? Ob ich da jetzt irgendwie eine silberne Verpackung habe oder eben hier so eine weiße. Ich denke, so unter der Dusche ist es eh schöner, wenn man so eine matte Verpackung hat, sonst flutscht einem das so weg. Das ist dann auch nicht so angenehm. Dann habe ich hier von Essence Into the Snow Glow ein Sugar Face Scrub. Das war in dieser Limited Edition, glaube ich, mit drin. Und das fand ich sehr interessant, weil es halt Zucker ist. Ein Zuckerpeeling ist immer besser für die Haut, als wenn du jetzt ein Salzpeeling oder sowas nimmst. Und dementsprechend habe ich mich da sehr drüber gefreut. Dann ist es hier auch noch mit so Glitzerpartikeln oder sowas. Ach, da war ich einfach Mädchen, ne? Das musste einfach mit. Das fand ich ganz niedlich. Und ja, deswegen ist auch in so einer Tube, kannst du quetschen. Aber ich denke, dass das hier unter der Dusche auch schnell wegfliegt. Dann ja, habe ich in dieser Kiste auch noch Lippenscrubs, also Lipscrubs, Lippenpeelings. Aktuell in Verwendung von Royal Apothec, das Scrubby Sugar Lip Scrub. Das ist dieses hier. Wird sehr selten von mir verwendet, muss ich gestehen. Heute Abend werde ich es aber wieder verwenden, weil ich heute auch wieder sehr trockene Lippen hatte irgendwie. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil ich heute sehr viel rede. Vermutlich. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr angenehm, sehr schön. Es ist halt wirklich ein Sugar Scrub, also es ist wirklich dann auch ein bisschen gröber. Da musst du dann halt wirklich, keine Ahnung, oben und unten jeweils 30 Sekunden dir das so einmassieren. Und dann hilft es halt wirklich. Du kannst natürlich auch die Lippen so aufeinander pressen und das dann quasi so einmassieren, ne? Ist auch kein Problem, aber ich finde, wenn ich das so mache, dann flutscht mir das irgendwie immer in den Mund rein. Und weil das halt Zucker ist, will man das dann immer runterschlucken. Das ist. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, deswegen mache ich das dann lieber mit den Fingern, dass ich gar nicht erst auf die Idee komme, das zu essen, auch wenn es super lecker ist. Aber ich glaube, das sollte man nicht tun. Dann habe ich hier von der unfassbar, unfassbar, unfassbar tollen Emilia im Tauschpaket von MAC die Lip Scrumptious Gommage L'Evreuse bekommen. Also, unfassbar toller Mensch ist diese Emilia, das muss ich wirklich sagen. Das ist ein Lippenpeeling. Und ja, dieses Pöttchen allein sieht schon so richtig geil aus, ne? Ich stehe auf Pink, auf alles, was irgendwie Mädchen-Style ist. Das ist absolut meins. Und ja, das habe ich mich noch nicht getraut zu öffnen, aber ich habe ja auch noch eins offen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, das zu verwenden. Und dann werde ich jedes Mal, wenn ich sanfte Lippen habe, immer an die liebe Emilia denken. Ich hab dich so lieb. Es ist wirklich ein ganz toller Mensch.
So. So, ich habe in dieses Video auch den Bereich Foundation, Concealer und alles, was so drum dazu gehört, mit eingebunden. Also alles, was irgendwie cremige oder gelige Texturen hat. Da fangen wir doch einfach mal an mit dem Primer. Da habe ich hier von Love den Perfectitude Primer. Das ist ein Hyaluronic Serum Primer und der verleiht deiner Haut wirklich einen leichten Glow. Ich verwende den wirklich gerne und ich verwende nicht oft Primer, deswegen dauert das wirklich lange, bis meine Primer leer werden. Und wenn ich so in meine Packung schaue und sehe, wie viel ich noch habe, denke ich mir, ich kaufe mir nie wieder einen Primer. Tue ich auch nicht. Ich kaufe mir so vieles erstmal nicht mehr. Also meine Reihe der Beauty-Sammlung hat mir wirklich bewusst gemacht, wie viel ich von allem habe. Auch das ganze Sortieren und so. Dass ich jetzt wirklich viele Dinge einfach nicht mehr kaufe. Da lasse ich die Finger von. Ja, abgesehen von Lidschattenpaletten und so. Das ist einfach eine Sammlung, da kann ich nichts für. So, auf jeden Fall ist es ein toller Primer, der wirklich auch gut mit vielen, vielen Foundations funktioniert. Ich trage ihn auch heute unter meiner Foundation und finde ihn einfach unheimlich toll. Du kannst dir da furzmatte Foundations drüber packen und trotzdem kriegst du durch diesen Primer noch so einen leichten Glow dadurch. Also ich zeige ihn euch nochmal. Der ist so toll. Du hast diese Kügelchen mit drin. Gut, das ist dann das Negative bei der Geschichte, weil die müssen halt hier oben durch. Ne? Du siehst hier diese Öffnung und um da Produkt rauszukriegen, ja, muss ja im Prinzip, müssen diese Kügelchen hier aufplatzen. So, und dann pumpst du oben und dann ist es ist nicht leicht, das rauszupumpen, dann schießt es hier so ein bisschen raus. Man muss echt aufpassen. Also ich habe da manchmal Klamotten nachher wechseln müssen, weil ich jetzt ein bisschen, ach, ich bin einfach ein Tollpatsch, das ist nun mal so. Aber ne, wenn das Produkt dann aus dieser Tube raus ist, dann ist auch alles gut und dann ist der auch total fantastisch, hat so einen leichten Glow, hat minimale Schimmerpartikel und macht einfach alles schön. Aber nicht davon abschrecken lassen, wie das Produkt aus der Verpackung kommt. Muss ich einfach nur kurz sagen, ne? Weil das Produkt an sich ist ultra, 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 ultra toll. Kann ich euch nur ans Herz legen. So, dann habe ich auch noch ab und an mal in Verwendung, wenn nötig und notwendig so, The Professional von Benefit. Das ist ein Pearl Primer. Der hat eine unfassbar, unfassbar silikonische Konsistenz, was ich angenehm finde. Und wenn ich wirklich mal einen schlechten Tag habe oder so, oder meine Haut keinen schönen Tag hat, dann gebe ich den mir hier wirklich auf diese Partien, ein kleines bisschen auf die Stirn, ein kleines bisschen aufs Kinn, um eben die Poren so ein bisschen zu minimieren. Macht er auch echt gut und er fühlt sich so samtig an. Also ich liebe ihn wirklich, verwende ihn aber wirklich nur selten. Ja, auch aus der Benefit Reihe habe ich hier den Professional. Ich glaube, beide Primer hatte ich in meiner Benefit-Box mit drin, die ich in diesem Dreierbande Glossybox Adventskalender gedöns hatte. Genau, hier ist auf jeden Fall ein Pore-Primer. Der ist dann ja ähnlich wie der hier. Also das ist ja quasi, eigentlich soll der hier ja Schimmer machen und der soll die Poren minimieren. Aber auch der minimiert bei mir so ein bisschen die Poren. Deswegen, also den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Den muss ich nochmal ausprobieren. Ich denke, wenn ich den verwende, dann wird er ja noch mehr die Poren minimieren. Aber bislang hat mir der ganz gut gereicht. Als nächstes habe ich hier von J1 Jelly Pack. Pat this makeup gripper onto clear skin and follow with your usual sunscreen or foundation. Ja, das ist einfach auch wieder ein kleiner Primer. Es war auch in einem Adventskalender, glaube ich, mit drin von J1 Jelly Pack. Bam! Das hört sich einfach so unfassbar lässig an. Keine unheimlich schöne Verpackung, aber gut, das sind 5 Milliliter. Das ist einfach nur eine kleine Probe, aber trotzdem, ja. Habe ich noch nicht ausprobiert. Den habe ich im Sommer öfters verwendet. Von Essence, den Prime and Studio Mattifying and Pore Minimizing Primer. Fand ich richtig toll. Ist aber eher was für den Sommer bei mir. Und ja, weil er die Haut halt schon wirklich trocken macht und mattiert. Im Winter habe ich gerne so ein bisschen mehr Leben im Gesicht. So, den hier werde ich jetzt aussortieren. Denn den habe ich jetzt, ich weiß nicht wie lange, von Rival de Loop Shopping Queen Prime and Protect. Anti-Pollution, Feuchtigkeit spendend. Den habe ich schon so, so lange. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das Produkt damals wirklich diese Farbe hat. Also es sieht auch echt nicht so schön mehr aus. Ne? Der ist jetzt echt gelb. Ne? Ich glaube, es war der damals aber auch. Also das ist orange. Ne? Der riecht auch komisch. Ich weiß nicht, wie lange ich den schon habe und offen haben. Darf man den 6 Monate? Dann habe ich hier von Smashbox auch der in einem Adventskalender. Ne? Natürlich Fotofinish Foundation Primer. Ja, ölfrei.
Was sage ich da groß zu? Habe ich noch nicht verwendet, habe ich schon viel Gutes von gehört, muss ich noch austesten, irgendwann mal. Von MAC Prep and Prime Skin Base Visage. Jo, ne? Oder Base Visage? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, auch der war mit in einem Adventskalender, wird ausprobiert, sobald möglich. Dann habe ich hier von Lancaster, auch das ist, glaube ich, in einem Adventskalender gewesen, Skin Life Shield and Glow Primer 2 in 1 mit Sonnenschutzfaktor 30. Den werde ich im Sommer verwenden, weil halt Lichtschutzfaktor 30 mit draufsteht. Dementsprechend, ne, macht es für mich mehr Sinn, wenn ich das wirklich im Sommer verwende. Der sieht auch wunderschön aus. Dieses Blau gefällt mir richtig gut. So ein schönes Babyblau. Ja, ne? Sommerprodukt. Auch das hier ist ein Sommerprodukt, und zwar der You Better Work Primer. Das ist ein Gym-Proof Primer von Essence. Die haben jetzt ja diese Reihe entsprechend erweitert. Eigentlich ist der auch nur 6 Monate haltbar, egal. Ich versuche den noch weiter zu verwenden, weil ich den einfach unfassbar toll finde. In diesem unfassbar krassen Sommer, den wir hatten, hat der mir geholfen. Der war da. Der hat wirklich, der war toll. Der hat eine gute Arbeit gemacht, und deswegen möchte ich den jetzt auch nicht irgendwie aussortieren oder so, weil der halt gemacht hat, dass ich jetzt nicht so mega am Rumschwitzen war. Und deswegen Sweatproof, Sonnenschutzfaktor 20, Instant Blur Effekt, also da kommt man echt gut mit zurecht. Deswegen werde ich den auch wieder im Sommer verwenden, auch wenn er dann vielleicht schon abgelaufen ist, werde ich vorher nochmal dran riechen. Jo, gucken wir mal. Aber die Essence You Better Work Reihe muss ich mir auch demnächst mal ein bisschen intensiver anschauen. Aber wie ihr seht, ich habe ein bisschen was da. Ich will mir jetzt nicht nur einfach LE-Produkte kaufen, ich möchte mir auch Sachen kaufen, die für mich sinnvoll sind. Jedenfalls ist das immer so meine Wunschvorstellung. Dann habe ich hier von Fix & Rouge einen Hydra Matte Pore Correct Velvet Cream Primer. Der war in einer Box mit drin, die ich jetzt letztens bekommen habe, die ich geöffnet habe. Unfassbar teures Produkt, also ich glaube, dass der irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro oder so gekostet hat. Und das für einen Primer. Was soll der alles machen? Ziemlich viel. Genau. Strahlen soll er machen und so weiter. Der ist echt riesig, ne? Also da muss ich wirklich mal gucken, wie ich den so in Verwendung bekomme. Und ja, finde ich ganz cool, dass er mit dabei war. Ist halt sehr, sehr groß, aber ich versuche ihn auch recht bald zu benutzen, weil das ist ein Produkt, wo ich sage, wenn das so, so teuer ist, dann tut es mir in der Seele weh, wenn ich das, auch wenn es in der Box war und ich halt nicht den Wert dafür bezahlt habe, ne? Aber das möchte ich dann einfach, da habe ich den Ehrgeiz, das auch wirklich zu benutzen und aufzubrauchen, weil das ist sonst einfach Verschwendung. Und ich möchte nichts verschwenden, ich möchte sinnvoll die Produkte benutzen und aufbrauchen. Das heißt, sinnvoll benutzen heißt immer nur das benutzen, was ich wirklich brauche. Das war wieder Tollpatsch-Claudia am Start. Und dann auch wirklich nur die Produkte zu dem Zeitpunkt benutzen, wo ich sie brauche. Und dann aufbrauchen. Ne? Das ist immer so meine Intention bei der ganzen Geschichte. Und was ich nicht aufgebraucht bekomme, da lasse ich mir auch gerne helfen von Freunden, Familie, Verwandten, wie auch immer, alle um mich herum. Da frage ich danach, hey, ich habe hier was, möchtest du das nicht vielleicht benutzen? Das funktioniert bei mir halt überhaupt nicht. Und wenn ich halt Produkte habe, die ich einfach richtig furchtbar finde, die ich einfach auch keinem empfehlen kann, dann kommen die auch weg, weil ich einfach denke, das möchte ich keinem antun, dann vielleicht ein schlechtes Produkt zu bekommen, das auszutesten, vielleicht einen Ausschlag zu bekommen oder Hautirritation oder sonst irgendwas. Ne? Dafür bin ich einfach auch so ein bisschen experimentierfreudig und sage, okay, ich teste gerne Dinge an mir, aber wenn es mir überhaupt nicht gut tut, dann gebe ich die auch nicht weiter. Ist so. So, nachdem das Gesicht geprimed ist, kann man ja eine Foundation und später auch einen Concealer auftragen. Ja, meine Backup-Kiste sieht wie folgt aus. Da ist Ordnungs-Claudi wieder am Start, ne? Also ich liebe diese Einsätze. Kann ich euch nur empfehlen. Ich gucke mal, ob ich vielleicht was bei Amazon oder so finde, weil da kann ich so Kurzlinks verwenden. Schreibe ich euch mal unten in die Infobox rein. Ansonsten schaut euch gerne mal bei Rossmann zum Beispiel um. Da gibt es sie halt in diesen riesengroßen, und das ist echt günstig für 3,99 €, und da hast du richtig viele drin, ne? Kann ich nur empfehlen. Ja, so. Aktuell in Verwendung habe ich den One Minute Face Perfector von Catrice. Den benutze ich unheimlich gerne, wenn es mal schnell gehen muss und wenn ich einfach nur mir so ein bisschen Perfektion in mein Gesicht packen will. Also perfektionieren macht er jetzt nicht, aber ne, ihr habt es ja in meinem Catrice-Video auch gesehen, er macht schon was. Es ist Primer und Foundation zusammen. Ihr seht, ich habe da schon so eine kleine Kuhle drin. Ich verwende auch nicht super viel davon und ich finde, der riecht auch gut. Ich komme damit richtig gut zurecht und verwende den halt so für den Alltag, wenn ich einfach nur mal so, ne, für auf Arbeit ein bisschen mein Gesicht ein bisschen
ebenmäßiger haben will, ja, da ist der dann ganz gut. Den kannst du auch recht schnell verwenden. Da muss man jetzt nicht irgendwie groß lange warten, bis die Tagescreme eingetrocknet ist, eingezogen ist. Oder bis der Primer dann eingezogen ist. Das heißt, den kannst du dann direkt nach dem ganzen Eincremen drauf machen. Fertig. So, dann habe ich hier auch noch eine Foundation von Love. Das Even Elixir Serum Foundation habe ich in der Farbe 0,35 Cent Perfect. Habe ich auch mit euch zusammen schon mal getestet in meinem Full Face Love. Das ist eine ganz, ganz tolle Foundation. Die ist sehr flüssig und gefällt mir unheimlich gut. Ist in so einer Pipette, das kannst du dann so runtertropfen lassen. Ich brauche da auch nicht unbedingt viel von, weil die halt auch sehr, sehr leicht sich verteilen lässt. Und ich finde die echt toll. Ich finde die klasse. Verwende die halt wirklich als leichte Foundation, das ist nicht so ultradeckend. Heute habe ich drauf die von, ja, sieht jetzt echt nicht hübsch aus, die Packung, ne? Von L'Oreal Match Perfect, das Hautton anpassende Make-up verschmilzt perfekt mit der Farbe und Struktur ihrer Haut. Ne, sieht jetzt nicht so wunderschön aus, aber sie ist halt in reger Verwendung. Das ist die Farbe 2N Vanille und ich finde, dass die aktuell, also mit dem aktuellen Bräunungsgrad meiner Haut, sehr, sehr gut zusammen funktioniert. Deswegen ist das hier auch meine Hauptfoundation, die ich aktuell verwende und vielleicht sogar mal schaffe aufzubrauchen. Man weiß es nicht. Wäre mal ganz nett und die habe ich aber schon richtig lange in Verwendung und sie will und will nicht leerer werden, aber gut. So ist das Leben eben. Ich brauche davon für mein komplettes Gesicht und Hals und Dekolleté, ich sag mal, 3 Pumpstöße. Die kann ich mir entweder mit einem Beautyblender auftragen oder mit meinen Fingern. Das mache ich unheimlich gerne, weil ich arbeite einfach gerne mit meinen Händen, arbeite das dann einfach ein. Das geht so schnell und ja, du hast trotzdem ein schönes Ergebnis. Also ich habe heute zum Beispiel auch nur mit meinen Fingern das aufgetragen und ich finde es perfekt, ne? Also mir gefällt es richtig gut. Als Concealer habe ich zum einen hier von Makeup Revolution den Conceal and Define. Das ist der Klassiker in der Farbe C2. Den kennt man ja wohl so ein bisschen, ne? Hab den auch schon ganz gut verwendet. Der ist mir aber aktuell irgendwie so ein bisschen zu hell. Ich weiß auch nicht. Also das hat im richtig tiefen Winter ganz gut funktioniert. Aber jetzt, ich bin jetzt eigentlich nicht bräuner geworden, aber irgendwie erscheint mir der aktuell als zu hell. Ich weiß auch nicht. Da verwende ich jetzt lieber von Love den Effectful Concealer Pan Radiance Booster. Den finde ich auch total super. Der kommt ganz super in so einem kleinen Schwämmchen daher, was jetzt echt nicht so fresh aussieht. Aber nun, du hast ja sonst auch dieses Füßchen, ne? Und da kannst du dir das dann ganz vorsichtig eintupfern und dann mit den Fingern einklöppeln oder halt mit einem Beauty Blender, wie du halt gerade möchtest. Ich habe die Farbe Nummer 15, Wake Up Peach. Und hier oben drückt man quasi drauf, das ist so ein kleiner Pumper und dann pumpst du unten in dieses Schwämmchen das Produkt rein und ja, ich finde es unheimlich toll. Mir gefällt der richtig gut. So, dann kommen wir mal zu meiner Backup-Sammlung. Da habe ich hier von P2 Nude Blend Foundation für einen frischen Nude-Look, variable Deckkraft und integrierter Primer. Feuchtigkeitsbewahrend, wirkt revitalisierend, hypoallergen, nicht komedogen, also nicht pickelverursachend, mit Lichtschutzfaktor 15 und das ist die Farbe 020. Beige. Habe ich im Sommer verwendet und ja, ich muss halt im Sommer gucken, ob die noch gut ist, dann will ich die auch wieder verwenden. Jetzt aktuell ist die mir ein bisschen zu dunkel, aber ansonsten finde ich die sehr, sehr schön. Dann habe ich hier von Alverde die Strip Foundation in der Farbe 10 Light. Die hatte ich schon mal mit euch getestet, da muss ich mir das aber nochmal richtig im Gesicht anschauen, wie es aussieht. Ne? Muss nochmal verwendet werden, um das wirklich einzuschätzen. War in dem Moment, glaube ich, nicht ganz so mein Fall. In der Farbe C4 für den Sommer habe ich auch den Conceal and Define Concealer von Revolution wieder. Der ist dann halt ein bisschen dunkler als der, den ich jetzt aktuell offen habe. Ich weiß nicht, ob ich den hier schon verwendet habe. Der sieht ganz danach aus, ne? Ja, den habe ich im Sommer schon ein bisschen verwendet. Da ist schon ein bisschen Produkt raus. Aber, ja, ne? Wird dann halt weiterverwendet, wenn der Hautton wieder dementsprechend angepasst ist. Hier habe ich von LR Beauty, LR Health and Beauty aus der Rubrik Colors, das ölfreie Make-up, was halt in dem Sinne feuchtigkeitsspendend und langanhaltend ist. Das habe ich ja auch mit euch zusammen verwendet und ja, das werde ich demnächst auch noch weiter verwenden, weil ich das eigentlich gar nicht so schlecht fand. Ne? Ist ein bisschen zu dunkel, das heißt, ich muss noch ein bisschen warten, bis meine Haut den passenden Hautton dafür hat und dann werde ich sie exzessiv verwenden. Hier habe ich von Catrice die HD Liquid Radiance Foundation Longwear. Das soll einen leichten Glow geben und ja, leichte Unebenheiten ausbessern. Und die ist extrem flüssig.
Also, ne? Richtig, richtig flüssig. Aber da freue ich mich drauf, die zu verwenden. Ich habe die in der Farbe 030 Natural Beige. Und das kommt halt auch wieder hier mit einer Pipette. Genau, die wird auch demnächst mal verwendet. Mal gucken, ob ich auch so ein richtig Full-Face-Catrice oder sowas schminke. Muss ich mal schauen. Dann habe ich hier, die ist noch komplett zu, von Maybelline, die Dream Satin Liquid Foundation. Ja, das ist ein Make-up- und Feuchtigkeitsserum in einem. Das heißt, auch für den Sommer sehr gut geeignet. Ja, zart schmelzendes Satin-Make-up mit extra Feuchtigkeitskick. Welche Farbe habe ich eigentlich? In der Farbe 01 Natural Ivory. Jo, das kann wohl was werden. Hier habe ich mir einfach ja, einen kleinen Spaß in meinem Leben gegönnt. Und zwar ist das von Benefit die Hello Happy Soft Blur Foundation, die ja relativ gut sein soll. Ja, in winzig klein. Das ist ne, echt süß. Und ich habe die Farbe 2 Soft Blur, glaube ich. Weiß ich nicht. Du hast ja von Benefit immer die Möglichkeit, dir auch wirklich so winzig kleine Sachen zu holen, was ich auch toll finde. Ansonsten wäre mir das wahrscheinlich auch viel zu teuer. Also hier sieht es, finde ich richtig hübsch, ne? Dieser kleine Smiley mit den Herzchenaugen, ein rosa Mützchen auf. Und ja, so halt, ne? Von hinten steht drauf, Hello Happy, finde ich toll. In einer Box hatte ich mit drin von Bare Minerals, Nothing Beats the Original, the Original Foundation. Genau, das ist so eine Puder-Foundation. Hier ist jetzt die Farbe Medium Beige 12 drin. Muss ich mal gucken, ob das mir passt, aber das fand ich so unheimlich süß mit diesem Mini-Kabuki. Eine davon hatte ich ja auch in einem Verlosungspaket für euch schon mit drin gehabt, weil ich die ja doppelt drin hatte. Ja, hier siehst du diesen Mini-Kabuki, den finde ich einfach super süß. Und hier ist die Foundation und das ist halt in so einem kleinen Pöttchen und ja, ne, ist halt pudrig und die wollte ich dann auch mal ausprobieren. Aber sowas ist dann halt wahrscheinlich etwas trockener. Deswegen finde ich jetzt nicht so geeignet im Winter. Das wollte ich dann im Sommer mal ausprobieren. Und ja, finde ich ganz niedlich. Hier habe ich aus einem Trash-Paket von MAC die Studio Fix Fluid Foundation. Ja, mit Lichtschutzfaktor 15. Und das ist die Farbe. Hat keine Farbe. Doch, B27. Muss ich nochmal austesten, habe ich letztens erst bekommen und da bin ich ganz gespannt drauf, weil es könnte extrem gut passen. Auch in einem Trash-Paket hatte ich mit drin von NYX die Total Control Drop Foundation. Und NYX Foundation sollen ja ganz gut sein. Ja, oha, die sieht wirklich hell aus. Ja, das ist die Farbe Light, also hell, also wow. Das ist wirklich fast schon tot, diese Farbe. Das ist der Wahnsinn. Ich denke, dass ich die jetzt tatsächlich mal demnächst testen muss, weil sie extrem hell ist. Wow. Ja. Kommt hier in so einem Pumper auch wieder so eine Pipette, ne? Und ja, die wird dann demnächst mal getestet, weil, puh, das ist tatsächlich sehr, sehr hell. Ich denke, dass ich die mal irgendwie in so einem. Ja, ich habe nämlich demnächst so ein kleines Unboxing von einem NYX-Paket. Ich denke, dass ich die dann auch dazu tragen werde. Mal gucken. Hier habe ich dann von Essence die Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof bla 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 Foundation. Die kam ja letztes Jahr raus. Das ist die Farbe 30 Funny Ivory. Finde ich auch total super. Aber ich weiß nicht. So viel ist da nicht mehr drin. Ja. Die werde ich auch demnächst verwenden, wobei das eigentlich eher so von der Farbe her mehr was für den Sommer bei mir ist. Also die dunkelt halt schon ziemlich nach. Ne? Lasst euch nicht von der Verpackung täuschen. Hier habe ich ein Color Correcting Produkt von Bella Pia. Das hatte ich irgendwie auch mal gratis mit dabei, als ich bei Douglas oder Flaconi was bestellt habe. Und das habe ich auch tatsächlich heute verwendet. Hier siehst du die verschiedenen Farben. Wird nicht so mega oft verwendet, aber hauptsächlich dieser Grünton. Weil wenn du irgendwelche Hautrötungen hast, ich habe zum Beispiel hier eigentlich, siehst du nicht, ein Ultra Mr. Fred am Start. Ein bisschen Grün drüber, ein bisschen Foundation drüber. Flawless. Ohne Scheiß, ich kann es euch mega empfehlen. Versucht mal Color Correcting. Also ihr fühlt euch ein bisschen crazy oder wie auch immer, wenn ihr euch diesen Hulk-Ton drauf macht. Aber macht euch ein bisschen Foundation nachher drüber und zack, sieht alles wundervoll aus. Kann ich euch nur empfehlen. Und ja, bei diesen beiden Farben muss ich sagen, wüsste ich nicht unbedingt vielleicht gegen die Augenringe, aber dafür habe ich eigentlich relativ gute Produkte, was Concealer und so weiter angeht. Aber das wären halt so die Augenringfarben. Ne? Man muss immer so in Komplementärfarben denken. Grün verwendest du bei Rötung und die rötlicheren Farben halt eher so bei dunklen Schatten. So.
Und für Umme, ganz ehrlich, teste ich dann auch mal ein bisschen Color Correcting. hier habe ich dann auch wieder von LR Beauty aus dem ganz, 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 ganz lieben PR-Paket einen Concealer-Stick mit drin. Ja, den habe ich ja auch mit euch ausgetestet. Fand ich jetzt für den Winter nicht so gut, werde ich im Sommer aber verwenden, weil das halt so ein Stick-Concealer ist. Wie du siehst, ne? Das heißt, der ist dann halt etwas fester und das ist tatsächlich eher was für den Sommer. Wenn ich sowieso etwas öligere Haut habe, da kann man das besser verwenden. So, weiter geht die wilde Reise. Das habe ich von der lieben Nasti bekommen. Kann ich vielleicht bei der NYX Foundation mit reinmischen. Und zwar ist das von Alverde Color and Care Mix Your Make-up. Das sind so Drops, die du dir in dein Make-up mit reinmachen kannst, wenn es dir zu dunkel ist. Und ja, wenn du dann zum Beispiel dir im Winter ein Make-up gekauft hast, was im Winter noch super war, machst du dir ein paar Tropfen davon rein. Dann geht es nämlich auch im Sommer klar. Genau, ja. Das gleiche gibt es auch nochmal genau im Rückwärtsverfahren, dass du dir quasi aufhellende Drops in dein zu dunkles Make-up reinmischen kannst. Ich habe jetzt von ihr dieses Produkt bekommen und finde es ganz cool und werde das tatsächlich bei der einen oder anderen Foundation auch mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Mal gucken. Bin ich wirklich, wirklich gespannt. Ich habe vor sowas ja immer ein bisschen Respekt, ne, bei neuen Dingen. Ja, hier habe ich von Nutraskin, ist das glaube ich, das war aus so einem Dreier-Bundle. Die Foundation ist mir etwas zu dunkel, werde ich aber vielleicht im Sommer verwenden können, das muss ich einfach mal gucken, ne? Die wird so lange erstmal warten dürfen. Hier habe ich eine BB-Cream von Garnier Skin Active, das ist in der Farbe Light. Muss ich demnächst nochmal ausprobieren, weil die letzten Male, als ich die verwendet habe, hat die eine so krasse Würstchenbildung gemacht und die hat gekrümmelt, dass ich mich so aufgeregt habe. Ich war echt, also, oh, furchtbar. Also das muss ich wirklich nochmal austesten und wenn sie wirklich dann wieder so kacke ist, dass sie dann diese Würstchenbildung und Ränderbildung und Krümmelkram kacke hat, dann wird sie rausgeschmissen. Wenn sie aber dann doch funktioniert und ich vielleicht den falschen Untergrund hatte, wie auch immer, dann darf sie bleiben. Und ich muss mir merken, mit welchem Untergrund sie funktioniert. Aber bislang hat sie echt nicht funktioniert. Also ich habe die jetzt quasi bis hierhin aufgebraucht. Das war schon irgendwie 2 Wochen oder so. Und ich habe mich so darüber aufgeregt, weil ich jeden Tag mir gedacht habe, boah, was soll das? Ne? Ich sah aus. Mhm. Aber ich gebe dem Ding hier nochmal eine zweite Chance. So, dann habe ich hier von Hey Honey, auch das aus dem Glossybox Adventskalender Trick and Treat, ein Concealer, das ist ein Cream Concealer und ich befürchte, dass mir die Farbe zu dunkel sein wird. Das ist nämlich die Farbe Light to Medium, sieht sehr, sehr dunkel aus und ich denke, dass ich das im Sommer mal testen werde, weil im Sommer bin ich eher dunkel, ne? Dann kann man das auch mal verwenden. Hier habe ich von Eborian Korean Skin Therapy eine CC Cream, ja, das ist quasi eine... in der Farbe Claire ist es übrigens, auch aus einem Adventskalender, glaube ich. Das muss ich einfach mal ausprobieren. Wann ich die trage, muss ich mal schauen. Aber sieht relativ hell aus, müsste ich dann auch vielleicht mal in zu Winterzeiten probieren. Dieser Concealer ist irgendwie mega hell geworden. Ich glaube nicht, dass der immer so hell war. Oder ich habe damals so extrem hellen Concealer getragen. Und ich meine mich erinnern zu können, dass ich den tatsächlich auch mal im Sommer gekauft habe. Aber ich habe mir noch nicht so hellen Concealer draufgehauen, oder? Weiß ich nicht. Das ist von Essence, der Stay All Day 16 Hours Long Lasting Concealer. Und ich habe die Farbe 20 Soft Beige. Und der, ich weiß nicht, ob da alle Farbpigmente draus entfernt wurden, aber der ist einfach super hell. Der ist einfach super, super hell. Guckt euch das mal an. Also könnte vielleicht jetzt so einigermaßen funktionieren, aber trotzdem wäre das extrem hell. Ich meine, es war damals ja auch in, dass man sich halt so extrem hell unter den Augen das alles mit dem Concealer gemacht hat. Aber puh, naja, muss ich auf jeden Fall mal wieder gucken, ob er vielleicht jetzt so funktioniert in diesen Winterzeiten. Aber ist jetzt aktuell noch in meiner Backup-Kiste drin, obwohl er halt schon benutzt wurde. Ne? Aber in meinem Spiegelschrank habe ich jetzt nicht so irre viel Platz, dass ich all meinen Kram da reinpacken will. Und dafür habe ich meinen Billy. Ja, dann habe ich hier, den finde ich super, von Maybelline New York Fit Me. Das ist der Concealer in der Farbe 10. Der ist super schön und ja, ist aber auch sehr, sehr deckend, finde ich. Ne? Also das gefällt mir ganz gut. Ja, das sind die beiden anderen von Nutraskin, die anderen beiden Foundations. Die sind dann halt ein bisschen heller und mehr meinem Hautton entsprechend, jedenfalls meinem aktuellen Hautton entsprechend. Ich glaube, die habe ich auch tatsächlich mal mit euch zusammen verwendet, als ich so ein Full Face Only Using Abo-Boxen gemacht habe. Ja, ne? Finde ich ganz niedlich, vor allem, dass die hier mit so einem Concealer-Füßchen rauskommen. Das war auch mal irgendwie in der Box mit drin. Pink Box, Glossy Box, irgendwie in der Box war das mit drin. Ja,
Finde ich ganz niedlich, kann man wohl mal verwenden. Ich denke, wenn man mal auf Reisen geht oder übers Wochenende wegfährt, sind die auch ganz toll. Aber ich reise ja so wenig, ne? Auch das eine Foundation, die ich kurz mal schüttel, aus einer Box, die ich noch nie verwendet habe, weil die noch relativ dunkel aussah. Aber irgendwie, weiß ich nicht, die wirkt gar nicht so dunkel. Naja, von Shiseido, die muss ich auf jeden Fall mal testen, in der Farbe Neutral 3. Long Lasting Liquid Foundation, ja, muss ich mal austesten, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. War, wie gesagt, mal in der Box drin und wurde noch nicht verwendet. Etwas, was ich schon mal verwendet habe, aber zu Winterzeiten etwas dunkel fand, ist von Kiko, der Dark Circle Tone Eraser. Den habe ich verwendet als Concealer halt, fand ich aber sehr trocken und sehr gelb. Ich meine, es ist die Farbe Yellow, also gelb, aber Alter, das war schon heftig, ne? Ich denke, wenn man krass dunkle Augenschatten hat, dann wird der sehr gut helfen und dann halt wirklich mit diesem Komplementäreffekt diese total dunklen Augenschatten ausgleichen. Aber so krasse Augenringe habe ich jetzt so ehrlich gesagt noch nicht gehabt, dass er das gar so hätte machen müssen, wie auch immer. Aber naja, für den Fall der Fälle habe ich ihn auf jeden Fall da. War in einem Trash-Paket mit drin. Und ich werde ihn so lange verwenden, bis er halt nicht mehr gut riecht. Ne? So, dann die letzte Foundation, die ich hier mit drin habe, ist von Yves Saint Laurent in der Farbe B30 Elmond. Mal gucken, ob das passt. Encre de Peau All Hours Foundation. Die hatte ich auch in einer Box mit drin. Und in der Flaconi-Box war das, glaube ich. So sieht sie aus. Genau, das ist in so einem Typchen. Das ist halt so eine Luxusprobe. Die muss ich auf jeden Fall mal testen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die mir zu dunkel sein wird. Auf jeden Fall jetzt im Winter. Im Sommer ist es wahrscheinlich nochmal eine andere Kiste. Aber es ist ja echt so, bei meiner Beauty-Sammlung sage ich ja ständig Sommerprodukt, Sommerprodukt, Sommerprodukt. Es ist einfach so. Naja, die ist auf jeden Fall auch noch mit von der Partie. Und das waren Concealer und Foundation. Und jetzt haben wir nur noch ein einziges Kistchen, was ich gerne mit euch öffnen möchte. Das ist so der Bereich Make-up-Entfernung. Auch das gehört dazu. Stopp, Fixing Spray vergessen. Das ist nicht gut. Aktuell in Verwendung habe ich hier von Trended Up Expert Fixing Spray. Das finde ich ganz angenehm. Das macht einen sehr, sehr leichten Sprühnebel und verbindet sehr schön das Make-up, also die pudrigen, die cremigen Konsistenzen auf der Haut mit der Haut. Also macht ein schönes, flawless, ebenmäßiges Ergebnis. Finde ich wunderschön. Und als Backup habe ich ein einziges, und zwar von Make-up Revolution London, das Sport Fix Extra Hold Make-up Fixing Spray. Und das ist das einzige Backup, was ich im Bereich Make-up Fixing Spray habe. Jetzt gehen wir zum Bereich Make-up Entfernung. So, was ich aktuell in Verwendung habe, ist dieser wunderschöne Wattepad-Spender. das sind auch tatsächlich die letzten Wattepads, die ich noch hier in dieser klassischen Form habe. Danach wird es andere geben. Das werdet ihr auch in meinem Amazon-Haul sehen, der sehr, sehr bald irgendwann mal online kommt, denn das Paket ist noch unterwegs, denn ich habe mir hiervon, das kann ich aber euch auch schon mal in die Infobox reinpacken, welche geholt, die du wiederverwenden kannst, sprich waschbare Waschpads. Und das wollte ich mir definitiv holen, weil ich einfach denke, ganz, ganz, ganz ehrlich, wie viele von diesen Viechern verwende ich eigentlich immer und warum wasche ich sie nicht einfach? Ich habe die Waschis zum Beispiel, deswegen werde ich mir zum Beispiel auch diese Tücher hier nicht mehr nachkaufen. Also das sind die letzten, die ich habe. Die habe ich mir beide nicht gekauft. Die waren beide in irgendwelchen Boxen, Paketen, wie auch immer drin, ne? Aber ich möchte einfach weniger von diesem richtig sinnlosen Müll verursachen. Dass ich Verpackungsmüll habe, ist nun mal so, weil ich die Produkte verwende. Ich kann nicht in den Laden gehen und mir mein Pöttchen hinhalten und mir das so abfüllen lassen. Hasse recht selten. Aber ich kann auf sowas zum Beispiel verzichten. Ich kann sagen, hey, das machen wir mal ein bisschen anders in Zukunft und das habe ich vor. So, ja, also das sind halt die letzten Abschminkpads, die ich habe. Vielleicht werde ich davon noch ein paar behalten aus dieser Reihe, je nachdem, wann mein Amazon-Paket ankommt. Und das zum Beispiel so für Nagellackentferner nehmen, wobei man da auch ganz einfach Klopapier nehmen kann. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich die. Mit denen entferne ich dann so mein Augen-Make-up. Da mache ich mir zum Beispiel dann meinen Augen-Make-up-Entferner drauf, den ich aktuell in Verwendung habe. Das ist hier von Catrice Take All Off, ein Anti-Pollution-Micellenwasser. Das ist so ein Zwei-Phasen-Vieh, was man halt schütteln muss. Und das entfernt wasserfestes Augen- und Lippen-Make-up, was sehr, sehr gut ist. Ich trage relativ selten richtig wasserfestes Make-up oder sowas. Aber das entfernt einfach auch sehr, sehr schön und rückstandslos normales Make-up.
Klar, danach gehe ich dann nochmal duschen, weil ich ja abends immer dusche. Nichtsdestotrotz finde ich solche Produkte einfach sinnvoll und ja, mache die dann auf das Wattepad und entferne mir mein Make-up. Und unter der Dusche gehe ich dann mit meinem Waschi und meinem Reinigungsmittel oder eben nur mit dem Waschi, je nachdem, wie viel gerade so auf meinem Gesicht ist drüber. Da habe ich aktuell in Verwendung das Skin Rescue Deep Cleanser mit roter Tonerde, ist es, glaube ich. Clay, roter Erde, weiß ich nicht. Genau, das finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Das ist sehr, 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 sehr sanft. Auf jeden Fall bei mir sehr angenehm. Und ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, genau. Und hier habe ich euch schon gezeigt. Das sind meine Micellenreinigungstücher, die ich habe, und meine pflegenden Reinigungstücher. Die hier habe ich aktuell hier stehen, wenn ich jetzt wirklich Swatches wegmache oder wenn ich irgendwas am Finger habe, wie auch immer, was ich jetzt nicht grundsätzlich überall verteilen will, dann nehme ich die hier. Genau, also die benutze ich halt nicht fürs Gesicht, sondern für Und hier. Die von CB Young, also von Cadea Vera, da sind auch nur noch ein, zwei Dinger drin, benutze ich ab und an mal im Badezimmer, wenn ich jetzt zum Beispiel mich vermalt habe oder wie auch immer. Keine Ahnung, die werden halt immer mal wieder verwendet, wenn sie halt verwendet werden müssen. Und dann gehen die halt irgendwann leer, werden aber nicht mehr nachgekauft. Sind zwar gut, werden aber nicht mehr nachgekauft, weil ich halt drauf verzichten will. So, was ich hier so als Backup habe, das habe ich jetzt schon ein paar Mal öfter verwendet, deswegen sieht man auch hier diese, ne? Das habe ich zum Beispiel verwendet, als ich hier dieses komplette Lidschatten-Paletten-Sammlungsvideo gedreht habe, weil da konnte ich ja nicht nur irgendwie mit meinen Wattepads und so arbeiten, das wäre halt richtig viel Verschwendung gewesen. Ich hatte hier ein irgendwann ziemlich ekliges Pöttchen stehen, wo ich halt Wasser drin hatte, dann habe ich da ein Handtuch reingemacht, so ein Gesichtshandtuch und ein Waschlappen und dann habe ich dieses Reinigungszeug damit reingemacht, den Reinigungsschaum, der hat aber irgendwann meinen Arm extrem gereizt, ne? Und dann habe ich halt Ich bin dann immer so gewechselt, dass ich dann auch mal hier so ein Augen-Make-up-Entferner genommen habe. Also das Video hat halt einfach 4 Stunden gedauert. Da musste man ein bisschen umschwenken. Alles für euch, Leute. Und ja, genau, das ist ein guter Make-up-Entferner ohne Gedöns. Das ist auch immer ganz praktisch. Der entfernt Augen-Make-up. Ja, entfernt aber auch Lippen-Make-up, wenn du zum Beispiel den ganzen Abend voll Lippenswatches machst. So wie ich das auch gemacht habe bei meiner Lippensammlung oder Highlighter-Sammlung oder. Da war das mein guter Freund. Und wenn dieser Cleanser leer ist, wird der hier auch sofort in meinem Badezimmer einziehen. Es ist ein schöner Schaum, der rauskommt. Ich finde den Geruch nicht so ultra gut. Es ist halt Apfel, ne? Ja, Limetten- und Apfelextrakt. Ich bin kein Fan von diesen von diesen sauren Gerüchen. Naja, aber er hilft halt und er funktioniert. Dann habe ich hier von Koishi Double Effect Makeup Remover Cleansing and Calming. Den hatte ich, glaube ich, in einer Box mit drin. Eyes and Sensitive Areas, also für Augen und sensible Bereiche des Gesichts. Das entfernt auch wasserfestes Make-up. Genau, den habe ich auf jeden Fall hier auch mit drin. Fand ich sehr interessant, dass er dann auch in einer Box mit drin war. Das ist so ein Zwei-Phasen-Moped. Und ja. Ich glaube, den hatte ich mal in meiner Box, als ich laut geschrien habe, dass ich keinen mehr habe und habe mir dann ganz viele gekauft und dann war der in der Box. Und dann hatte ich noch einen. So ist das. So ist das. Das ist furchtbar. So, dann habe ich hier noch einen Ultra Cleans Dual Face Make-up Remover. Das ist so ein Zwei-Phasen-Entferner, wie du siehst, ne? Waterproof Mascara, bla bla bla. Von Revolution, also Make-up Revolution und ja, halt Ultra, ne? Mal gucken. Und hier, den hatte ich mir auch noch selber gekauft, von Maybelline, Augen-Make-up-Entferner. Und der ist auch wieder spezial waterproof. Da hatte ich, glaube ich, eine Mascara auch noch mit dabei. Das verleitet einen dann auch vielleicht ein bisschen mehr zum Kauf. Oder war das bei der anderen, bei L'Oreal, was ich da hatte? Weiß ich gar nicht. Aber den habe ich auch auf jeden Fall geholt. Fand ich interessant. Will ich ausprobieren. Dann habe ich hier aus meinem Balea Adventskalender ein erfrischendes Waschgel für normale und Mischhaut. Sowas ist etwas, was ich dann auch sehr gerne unter der Dusche verwende. Einfach so aufs Gesicht und dann, ne? Geht die Party ab. Dann habe ich hier von Alpha Hair Clear Skin Daily Face Wash with Tea Tree mit Teebaum. Ach, mit Teebaum. Das ist dann auch beruhigend für die Haut. Das ist auch sehr angenehm. Teebaumöl ist immer gut für die Haut. Und ja, wird dann auch demnächst mal getestet. Von der lieben Fiona habe ich von Biodroga eine Reinigungsmilch bekommen. Da freue ich mich auch drauf, die zu verwenden, weil Biodroga ist
bislang eine Marke gewesen, die mich glücklich gemacht hat. Und ja, das ist für normale und trockene Haut, das wird gut funktionieren. Auch das, was für unter die Dusche. Von Estée Lauder habe ich hier ein Advanced Night Micro Cleansing Foam. Für mich das perfekte Produkt, weil ich Estée Lauder mag, weil ich abends mein Gesicht reinige und ja, weil es Micro Cleansing ist und weil es hübsch ist und weil deswegen halt, ne? Das hatte ich auch irgendwie irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Es war auf einmal da. Auf jeden Fall ist die Verpackung auch unfassbar schön. Es gefällt mir richtig gut. Ne? Das ist einfach zum Verlieben, Leute. Ja, ich glaube, das war auch irgendwo mit dabei, als ich, keine Ahnung, mir so ein Sparpaket oder sowas gekauft habe. Manchmal hat man das doch, oder? Ne? Dann habe ich hier von Barbour ein Cleansing Foam. Für jede Haut ist das. Und auch das war in der Barbour-Box mit drin, die halt in diesem Bundle bei war. Erfrischender Reinigungsschaum für jede Haut mit Anti-OX-Komplex und speziell extrahiertem Apfelwasser. Perfekt gereinigt und gut durchfeuchtet, zeigt sich die Haut aufnahmefähiger für die nachfolgende Pflege. Der Anti-OX-Komplex unterstützt den Eigenschutz der Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen. Beim Pumpen verwandelt sich die Flüssigkeit in einen mußig feinen Schaum. Das Ergebnis ein strahlend schönes, feineres Hautbild. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, dass man ein strahlend schönes, das Hautbild hat. Okay, also hast du hier diesen Schaum und dann, wenn du hier pumpst, hier hast du dieses Flüssige und wenn du hier oben dann pumpst, soll dann angeblich ja der Schaum rauskommen. Wir schauen mal. So, und das Letzte, was ich hier drin habe, ist auch wieder aus dem Paket, was ich gewonnen habe von MAC. C+ Coral Glass, ein Cleanser. So sieht der aus. Also die Verpackung ist schon mal ziemlich hübsch. Und ja, hier haben wir dann den Reiniger, den Cleanser. Und das ist eine ziemlich große Tube. Ja, also wenn ich das so vergleiche mit diesen normalen Größen, ne? Ja, ist aber auch 24 Monate haltbar. Das ist auch sehr schön. 100 Milliliter sind da drin. Macht sich wahrscheinlich auch ganz gut dann unter der Dusche. Und ja, freue ich mich. Sehr cool. Wird auf jeden Fall von mir verwendet. Und das waren wirklich jetzt alle Gesichtsprodukte. Ich habe halt unheimlich viel für mein Gesicht, weil ich viel mit meinem Gesicht so treibe und mache und das einfach mein Aushängeschild ist, würde ich mal so sagen. Denn im Winter kannst du dich ja bis hier oben einmummeln, aber das Gesicht, das guckt immer raus. Das muss man pflegen, da muss man sich drum kümmern und dafür sorgen, dass es auch entsprechend aussieht, finde ich. Das ist so meine Meinung. Ja, ihr Lieben, Mensch, ihr seid ja tapfer, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich blende euch hier mal ein Foto ein von den Dingen, die ihr gewinnen könnt. Schreibt mir doch ganz einfach unten in die Kommentare rein, denn das ist das Kriterium, welches von den Produkten du am schönsten findest und worauf du dich am meisten freuen würdest. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Alle Informationen zu der Verlosung stehen unten in der Infobox drin, wie lange sie geht und so weiter, wer teilnehmen kann. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu meiner Beauty-Sammlung, hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!